Es ist eine Frage, die jedes Jahr neu im Herbst gestellt wird. Das Laub still und leise wegfegen oder mit ordentlich Krach wegblasen. Was halten Sie von den lärmenden Laubbläsern? So ein Krach, ne? Sehen wir sein eigenes Wohl auch drin nicht mehr. Ich finde es nicht in Ordnung. Haben wir schon öfter darüber geredet, dass es auch mit dem Besen gehen könnte. 100 Meter mit Besen kann man in halbe Stunde laufen. Aber 100 Meter mit die Blasgeräte kann man in 5 Minuten durchzulaufen. Wenn Kinder schlafen, wenn alte Leute schlafen und dann machen die so einen Krach, finde ich auch nicht gut. Also ich bin strikt dagegen. Das hat mich wahnsinnig gestört. Vor allem halt es schon hier, wenn man spricht, das hört jeder in die oberen Etagen. Und dann noch dazu mit dem Laubbläserteil, das ist Wahnsinn. Ja, und wahnsinnig laut ist es gerade hier auch im Studio. Also entschuldige mal gerade, hallo. Jetzt bitte vielleicht nicht, die Sendung läuft schon. Und da würde ich gerne einmal erst die Zuschauer begrüßen. Geht's ein bisschen leiser? Dankeschön. Also, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind bei der Drehscheibe. Aber wir haben es ja gerade schon gemerkt, so ganz ohne die berühmt-berüchtigten Laubbläser geht's dann im Herbst wohl auch nicht. Doch, was bringen die Geräte wirklich und was bringen sie nicht, neben jeder Menge Lärm und genervten Nachbarn? Wir haben mal den Test gemacht. Maschine gegen Muskelkraft. Laubbläser gegen Rechen. Was ist besser gegen die herbstliche Blätterflut im Garten? Stefan und Henning sind die Duellanten. Sie wohnen Tür an Tür in der Nähe von Hamburg. Gegen die Laubberge im heimischen Garten greifen beide eigentlich zum klassischen Arbeitsgerät. Immer mit dem Rechen. Man kommt in jede Ecke, man kann unter den Blumen das Laub raushaken. Ist viel besser als mit dem Laubhuster. Ich habe mir jetzt mal das Spielzeug Technik gegönnt und bin damit eigentlich, hoffe ich, effektiver, schneller und rückenschonender am Arbeiten. Gärtner Carsten Volkmar überwacht den Zweikampf. Seit Jahren beobachtet er in deutschen Vorgärten einen Trend. Laubsäger werden immer billiger, sie werden immer öfter eingesetzt. In Privathaushalten sehe ich das Ganze mit einer gewissen Sorge. Es ist laut, es staubt, die Nachbarn beschweren sich. Unsere Nachbarn wollen loslegen. Ihre gleich großen Vorgärten sollen entlaubt werden. Welchen Eindruck hinterlassen Laubbläser und Rechen? Die erste Testkategorie, Handlichkeit. Die Handlichkeit des Rechens ist sehr gut. Also man kann wirklich auf große Flächen sehr schnell und sauber haken. Man bekommt alles Laub zusammen. Also die Handlichkeit ist sehr gut. Man muss sich nicht viel bewegen. Super Werkzeug. Hennings erster Eindruck mit dem Laubbläser, positiv. In der Handlichkeit ist es ganz gut, es ist eine entspannte Rückenhaltung. Lautstärke ist noch einigermaßen natürlich. Ich hätte es mir lauter vorgestellt, aber ich glaube, wenn man mehr ein Gerät mit mehr Power nimmt, dann braucht man schon die Ohrenschützer, dass wenn man das jetzt mehrere Stunden machen soll. Wegen ihrer Lautstärke und möglicher Feinstaubbelastung haben erste Gemeinden Österreichs übrigens verboten, Laubbläser zu benutzen. In Sachen Handlichkeit überzeugten beide Geräte. Je ein Punkt in der ersten Testkategorie. Zweite Rubrik, Schnelligkeit. Dann möge der Bessere gewinnen. Los geht's. Stefan mit dem Handrechen ist recht schnell fertig. Nach gerade 14 Minuten hat er das Laub in seinem Garten zusammengekratzt. Über der Hecke bei Henning sieht es ganz anders aus. Er kommt nur schleppend voran. Größte Schwierigkeit, die Blätter auf einen Haufen zu pusten. Für eine freie Fläche, wo Beton ist und hin und her, da kann man es vielleicht schnell was wegblasen. Aber so jetzt hier im Garten, merke ich so, kommt er ganz schnell an seine Grenzen. Also mich überrascht es jetzt nicht, dass der Laubrechen schneller ist oder der Mann am Laubrechen schneller ist. Auf Flächen wie Rasenflächen, wo das Gelände ein bisschen unregelmäßig ist, ist man mit der Hake in so einem kleinen Garten doch deutlich schneller. Zweiter Punkt für den Handrechen. Der Laubbläser geht in dieser Runde leer aus. Vielleicht bekommt man mit ihm ja Blätter besser aus Winkeln und Engstellen. Dann winkt ein Punkt in Testrubrik 3, Gründlichkeit. Stefan findet auch hier den Handrechen überzeugend. Sehr gut. Man kommt in jede Ecke, man kann überall die Blätter rauskratzen, also ist perfekt. Besser als mit dem Laubbläser. Mit dem tut sich Henning drüben nämlich schwer, in Engstellen zu kommen. So, wenn wir mal unter die Büsche gucken, dann sehen wir, dass da noch ein bisschen Laub liegen geblieben ist. Ja, weißt du warum? Ja, ich bin einfach mit dem Kabel da nicht runtergekommen. Ich habe es immer hinter mir hergezogen. Ich bin da ständig drinnen hängen geblieben. Das war so die Krux an der ganzen Sache. Denn Baum hochhalten, Kabel und dennoch den Laubbläser da unterziehen, es ging einfach nicht. Wieder schneidet der Rechen besser ab. Nach der dritten Rubrik führt er damit nach Punkten 3-1. Kategorie 4, Zusatznutzen.
Unser Experte soll einschätzen, welches Gerät weitere Vorteile bringt. Er sieht hier einen klaren Favoriten. Also die Laubhake kostet natürlich in der Anschaffung sehr, sehr wenig. Sie ist in der Entsorgung unproblematisch. Der Körper bedankt sich dafür. Frische Luft, Sauerstoff und wenig Bewegung. Es ist die deutlich sanftere, ökologischere und ökonomischere Variante der Laubentfernung im Privatgarten. Ja. Vorteil erneut auf Seiten des Handrechens. 4:1 vor der letzten Kategorie. Einschränkungen. Haken darf man immer, Laubblasen aber in Wohngebieten nur zu bestimmten Zeiten. Nach 20 Uhr abends ist sowas nicht zu benutzen. Am Wochenende, am Sonntag natürlich nicht. Und möglichst auch nicht in der Mittagszeit. Beim Laubbläser müssen zudem Benzin und eine Steckdose immer in Reichweite sein. Im Vergleich zum Rechen eine Menge Einschränkungen. Der Endstand zeigt einen klaren Sieger. 5:1 für den Laubrechen. Fazit für Stefan und Henning. Laub gepustet wird in ihrem Garten in Zukunft nicht. Stattdessen greifen beide ganz nachbarschaftlich nur noch zum Rechen.